Wir sind so früh. Nochmal. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yakuza Kiwami. Jetzt kommen wir aber zu Serena. Ich habe mich von Open World Kram ablenken lassen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist ja das Main-Ding dieses Spiels. Deckbeetle. Ist hier noch was? Ist das hier oben? Ja. Obtained Taihai Boulevard Coin Locker Key E1. Okay. Ach so, jetzt sollte ich nicht in the back reinbatschen. Doch vorne rum. Okay, aber ich habe zwei Secrets gefunden. Das ist doch schon mal was. そうだったの、風間さんが。でも、キリュウちゃん突然来るのも驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやすさんは俺に言った。弓を頼むってな。あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。 OK。 でもね、キリエちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村弓の妹ですって言ったわ。弓に妹が。うん。でも妹がいたことは弓ちゃんも知らなかったはずよ。ユミちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は。それが詳しくは分からないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうちユミちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女、ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。So, ne? Du wusstest nicht mal, dass sie existiert, dann weißt du doch nicht, wie. Was nach ihr klingt. Nishikiyama-kun no koto kikanai nda. Sore tomo mou dareka kara? So. 自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。あ、だ、komm ich doch grad her。あ、Leute。Hideout is accessible。
Das Game kann überall gesaved werden, aber vielleicht ist das noch eine alte Mechanik. Aber das ist jetzt ein Hideout. Millennium Tower no ura no bakka. Soko no master nara Alice no basho shitteru to omou wa. Mata itsu demo kite ne. Okay. Nee, das ist der Exit. Das ist auch ein Exit. Itembox, ja, ja, genau. Super Monkey Ball, ach, nice. Ja, ich weiß nicht, die brauche ich dann wirklich dabei, oder? Pocket Tissues reichen auch eine. Oder? Nee. Huh. Ja, aber das Safen können wir trotzdem nochmal richtig. Wenn das vielleicht ein Safe-Punkt entsprechend ist oder so. Yes. Saving. Okay. So. Also dann zurück zu Bacchus. Beziehungsweise, bevor ich das nächste Story-Element mache, aha, bin ich doch wieder hinten rein. Wo war dieses Dings-Stadium da? Mahjong? Shogi Parlor für Tactical Minds. Shogi. Oh, und das ist ja. Karaoke! Kabarett Club? Exotic Dancer? Drinks, Billiards and Darts? The Scoop on Kabarett Clubs? Swing for the Fences? Pocket Circuit Stadium? Genau, da will ich hin. Mir das mal angucken, was haben wir hier noch? Match, Mach Bowl. Match, Bowling erlebt. Oh, Bowling! Nochmal eine Arcade. Okay, ich gehe jetzt mal. Ah, was ist denn das? Ihr wollt Prügel, habe ich gesehen? Dine and dash. Sir, I think you forgot to pay your bill. Oh, oh, yeah, just to find my wallet. Oh, oh, is that who I think it is? Hey? Yeah, okay. Is he got jemanden?
Ah. Wo ist der jetzt hingerannt? Drunk, not me, ja, ja. Kann ich noch mal was entscheiden, ja. Oh, aber ich habe hier nochmal einen Schlüssel gefunden. Tiber Coin Locker Key D1. Aber habt ihr den vorbeilaufen sehen? Nee. Kid. Girl with a hoodie. Da ist noch was. Oh, sind das hier die Dinge? Ja, nice. Sacrifice Stone. Binding. Gentleman's Umbrella. Oh, nice. Ja, cool. Moment, aber das muss ich mir merken. Das ist hier oben. Neben den Lottery-Tickets. Okay, nice. So, aber was ist jetzt mit dem? Da ist er. Oh, Leute. Hier muss ich die Ausrufezeichen abklappern. Hier drin oder wie? Ach scheiße, nee, das war der Junge mit... Ach ja. Falsches Ausrufezeichen. Ja, merkst du. Da bist du. Chase me to the ends of the earth. This calls for some brute force. Ja, da fällt mir ein, warte mal. Ich hab doch einen Umbrella geschenkt gekriegt. Schirm verprügelt. Arg! I'm sorry! No one who needs an apology. Come on, let's go. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. He's all yours. Thanks so much. The police can deal with this scum, but here, take this. It's the least I can do. Toughness Infinity. Nice. Nochmal 1000 Experience Points. Und ein Completion Point. Und überhaupt. So, bevor ich so rüde unterbrochen wurde, wollte ich hier hoch. Weil hier ist nochmal ein Sega-Club. Boah, das ist ein riesiger Sega-Club.
Was willst du? Getting was? Tocho Clan Grunt. But others might not be smart. Be careful around here. Okay. Wie dieser the smartest Batman Goon. Der auch so die Tür aufmacht, dann sieht er Batman, macht die Tür wieder zu. War da was? Nope. Ihr seid doch die gleichen Kinder, die da auch beim. Nee, Monkey Ball, kein Stuffed Bird. Es wäre natürlich geil, wenn man da auch wirklich die Virtual Fighter und was auch immer hier ist, echt zocken könnte. Was ist das? Fotobook. Fotostickerbook. You can stick photos you take into this book. You may also switch out precious previous pictures you've taken with new ones. Ja, mach. And play around with it. Ach, herrje. Pose, select pose, okay. View controls, das ist das hier, select frame photo, okay. Ja. Natürlich. Ach hey. Money! Alter. Der Fug. The Master of the Lean-In, ey. Nee, das ist... Da ist das Geilste. Hi. Nice. Okay. Okay, nice. Hi. いらっしゃいませ. Ah, change the UFA catcher prices. Ah, okay, I see. Und was habt ihr jetzt drin? Oh, das ist doch. Da ist ein dicker weißer Vogel. Ja, das können wir machen. So, insert coin. Zack. Das reicht. Dann hinter. Oh. Fuck. Okay, das ist aber auch der Spindelbuden-Modus. Zack, und hinter. Aber hat funktioniert. Dann schauen wir mal. Ob ich den anderen auch bekomme? Hinter. Einmal nach vorne rollen, ein Stück noch. In der grauen Theorie müsste ich jetzt beide kriegen.
wenn ich sie weiter hinterpacke und die rollen nach vorne. Nein, nein, das war überhaupt nichts. Okay. Da müsste doch jetzt was. Oh nein, 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 nein. Oh. Ja, okay. Aber ich kann sehen, warum der andere meinte Schwindelbude. Das ist nicht so leicht. Okay. Wie auch immer. Aber ich habe den weißen Vogel jetzt für den anderen Typ. Das ist doch schon mal schön. Aber ich... Was war das andere, was ich noch gucken wollte? Das Pocket Circuit Stadium. Hi. Could you? Oh, hell no. Just gonna never saw you. Okay. Naja, doch, die anderen sind auch klug genug. Was haben wir hier eigentlich? War nochmal ein Convenience Store, oder? Ja. Oh, 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 oh. Da will jemand. Cool. Komm mal her. Hä? Ja, Mann. Ich meine, es ist kein Tekken, aber es ist halt schon cool irgendwie. So. Jetzt hier hinter. Was war das noch? Yoshida Betting Center. Swing for the Fences. Okay. Ah, Kiyo-chan. Machi-machan. Ich sag, er ist Goro-chan. What's the hurry, Kiyo-chan? You weren't trying to snake by me without saying hi, are you? Nah. This is the path I'm on, Machi-masan. I don't plan on changing course, so if you want to stand in my way, I'll take you on as many times as it takes. Ach, der ist von der Shimano-Familie. Das ist ja schade. Und ich dachte, er ist cool. Digga, du bekommst deine eigene Familie. Das sorgen wir schon dafür. In dein Gesicht. So, warte mal. Upgrade Abilities, nice. Ja, dann machen wir doch gleich. Kann man hier nicht noch was Neues? Unyielding Mastery. Boost Maximum Health, ja, so in die Richtung nämlich. Da möchte ich, dass Health auch gleich ein bisschen geboostet wissen.
so ins Gesicht. Gigi-chan, you never cease to amaze. You're looking pretty relaxed for having lost. Damn straight. I have so much fun fighting, I can't help but feeling good about it. The more we fight, the more pumped up I get. I couldn't fight you forever. Looks like I lose this time. We can pick up where we left off later. See you around, Kimi-chan. I need to be prepared to do it. Sounds like they face them whenever and wherever. I cheat everywhere. Learned Body Hook Reborn. Let's check them out. Body Hook Reborn. Regain your dragon instant. Achso. Ah, okay. Oh. Pocket Circuit Stadium. Genau. Blue Bird Cup. Property in the city seems to change ownership with the seasons, but the stadium is still standing. Wow, how nostalgic. Feels like just yesterday I was aiming to design the fastest racing machine in Kamurocho. Moment. Aber selbst da war ich schon erwachsen, was? Racing against my rivals, customers, cars like crazy, those were the days. I wonder what all those kids are up to now. Have they graduated and moved on to bigger and better things? Nein, die stehen alle noch genauso da, Alter. Know that profile anywhere. That's Makun, right? And you must be... It's me. I forgot who you are. Oh, flashy guy. That was harsh, Kazumakun. They call me Pocket Circuit Fighter, the racer who does live commentary on the Pocket Circuit Stadium. Of course I remember you, hahaha, aber du sagst es zuerst. It's been a while, Fighter. Dude, you're really happy going on for a fact, Kazumakun, but man, I'm glad to see you again. Me too, and it's been a while since anyone's called me Kazumakun, that's for sure. It's been 17 years, in fact. How you've been? Anyway, we've gonna keep chatting. Let's take it inside the Pocket Circuit Stadium. We'll see your dicks, right? Good idea. Ja, cool. Ich habe jetzt schon Teile gekriegt. Alter. Alter, das sieht ja nice aus. Ich glaube so ein Shit gab es früher wirklich. Also ich kann mich so ein bisschen dran erinnern an solche Strecken. Kam mir jetzt bekannt vor. Nicht so Carrera, sondern halt so selber fahrende Autos, also die man so aufziehen, glaube ich, konnte oder so. Time flies, doesn't it? And suddenly stopped showing up, so I wonder what happened to you. Was macht man? I got busy, you know, I just couldn't find time to come by. I see. But what about you? You have been commentating on the races ever since I left. Oh, a lot happened on my end too. I was scouted by the Pocket Circuit League for my live commentary skills to level up the game all over Japan. Seriously, that's great. Haha, I guess so. Your devotion paid off, huh? You used to work as a part-timer making a measly 850 yen per hour, but now you must be pretty high up the ladder. Yeah. Oh. Why'd you look away? Actually, the company finally recognized my efforts and so they offered me a full-time position. Someone noticed your hard work? But then I failed to return the time to become a full-time employee. Oh man. Also, so, I still a part-time, my only rate is up to... Naja, immerhin. 10 Euro die Stunde.
so, okay. That's a little sad, yeah. I'm glad your wages went up. Wanna try full time again? Have you considered a position? Full time! Auf geht's! You still have your skills and your fighting spirit. I think you have a shot if you study hard. Once a failure exam, it takes years to earn the right blood type. Oh man, Alter. It's getting really awkward. Nanny. You're engaged? Doch. Ach, Leute. I get it now, you finally found love, huh? For sure, I met her while I was traveling all around Japan. Everything really does happen for a reason. You used to get teased about having no experience with the ladies, but I guess you finally become a man. And I think it's a little old-fashioned. We're not doing anything like that. That was what I... Yeah, egal. Ey, Leute, es wird immer schlimmer. Problem is, when I went to ask your folks for the blessing to marry her, they turned me down. I believe the exception. You expect us to give our daughter to a guy who can't even fight a full culture. Ja, irgendwie scheint alles daran zu liegen, ne? The kids love you, na ja. Oh. I never knew your fiancé's parents are old-fashioned too, huh? Immer mehr Junge. Okay, I think the company needs to bring a new blood to keep itself going. When I've had my replacement, I'm going to retire and take all my family's long-established tofu business. Ey, Leute, ernsthaft? Ich wollte doch nur ein bisschen Auto fahren. Pocket Circle is super important to me. Man, kurz ein Teil, ne? I could put as much passion into it. Ja, so jemand zu finden ist natürlich auch nicht leicht, ne? Easy qualification to have. Plus, I've still got my job as a current fighter, so I haven't really had time to go scouting for new candidates. Major turning point, yeah. We saw each other again the next one. Could yeah. Nein. Das kann ich machen, ich helfe dir einen zu finden. Wenn mir einer auftritt, sage ich Bescheid. Ich skippe jetzt mal ein bisschen durch. Weil das kann ja nicht sein, dass es alles so sich ewig lang zieht. So, jetzt aber. Ja? Ich hab keinen Successor, ich will fahren. Na klar, helfe ich, aber... Ja, for reals. Nein. Aber ich hab Teile. Nein. Neue Maschine. Golem Tiger. Ja, und Stuff und Zeug. All over town, just by the metal parts shop. Taking different courses as one of my favorite parts of it. Oh. So, jetzt. Wie funktioniert das? Okay, boost
Stabilize Switch Camera. Das sieht soweit easy aus. Fast forward. Ready! Go! Ja, was? Ich bin wieder da, wo ist das? Jambare! Rüstrottulde! Ach, die Scheiße. Die Chosta! Uriya! Yosomi stelle Hima wa nai zo! Okay. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen den Bogen raus. Ja, aber ich will trotzdem da jetzt nochmal fahren. Und zwar gescheit mit Gewinnen und so. Erstmal natürlich auch. Das ist natürlich hier, ne? Ja? Conduct a test run. Customize your car. Minus 25, Alter. Was habe ich hier für Schrott gekriegt? Das ist besser. Equip Balanced Motor. Plus 10 Speed, aber minus 9. Ja, thank you, Battery. Tournament. Ja, introductory race. このコースはマシンの強さがはっきり出るぞ。足元を救われるなよ。頼んだぜ。俺のゴーレムタイガー立ちはだかるライバルはなんとポケサーでの勝率8割これは注目のカズマくんは青レーンだみんなスタンバイしているな出遅れるなよ間もなくスタートだ集中集中レディーゴー
Ja, keine Chance, Leute. Ja, cool. Den Kindern habe ich es gezeigt. Muhahaha. Golden Tiger, do your thing. Natürlich. Ja. Enter Tournament. Little Racer Cup. から導入された入コースだ。侮れないのがミニジャンプゾーンだ。油断してると。楽しい。地元ではま注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしてるな。出遅れるなよ。 Oh, dieses Mini Batmobil, da ist ja geil. Okay, ich verstehe. Ja, okay, ich verstehe. Ich versuch's nochmal. Diesmal ohne den Boost an der Stelle. So, und jetzt bin ich drüber. Siehste, geht doch. Letztes Kampf. Yay. Geht doch. So, dann schau ich mal. Oh, New Parts are here. Ja, Mann. Ja, auf geht's. Shop for Parts. Die habe ich schon. Ja, komm, hau rein. いらっしゃいませ.
Warte mal, kann ich die auch einfach auswählen? Die habe ich. Ich habe eine Speed Frame, Rocket Frame. Balanced Gears. Natürlich. Balanced Frame Plus. Habe ich den schon? Ist der das? Spike Tires. Nehmen wir mal mit. Speed Motor Plus. Soft Tires. Ich nehme einfach mal alles mit, hey. Ne, die habe ich schon. Metal Frame. Balanced Motor Plus natürlich auch. Balanced Gears Plus, Rocket Frame Plus. Plus ist immer gut. Light Suspension. High Speed Battery natürlich. High Capacity. Nehmen wir mal alles und dann sehen wir schon, was es bringt. Rubber Frame. Haben wir auch noch keinen. Jetzt kaufe ich das alles. Ja. So, jetzt muss ich natürlich wieder zurück und mal basteln und schauen, ob ich den upgraded kriege. Ein bisschen was muss es doch gebracht haben jetzt, ne? Customize your car. Das sieht zum Beispiel schon mal nicht schlecht aus. Das sieht sehr gut aus, die Soft Tires Plus. Ja, die Soft Tires Plus. Rubber Frame. Ne, da habe ich hier schon den besten. Boost Gears. Die scheinen besser ausgebalanced zu sein, aber Battery. High Speed Battery natürlich. Suspension. Ja Mann. Ne, da bleiben wir bei den Blazes. Jawohl. Dann. Yes. Dann schauen wir mal, ob wir das letzte Race auch noch kriegen. Bin ja ohne Boost schon der Schnellste. Allein durchs Customizen, das ist ja gut. Kriegen wir hin? Ja.
Oh, komm schon! Scheiße, scheiße, scheiße! Oh. Was passiert? Mein Auto wird immer langsamer. Und ich kann nicht mehr boosten. Okay. Slapped? Was ist slapped? Okay. Alles klar. Vielleicht brauche ich doch adding bars and suspension could stabilize the car, but then also increase the machine's weight. Keeping a car lean is kind of a cool strategy too. Okay, dann naja, aber einen geschafft. Ne, zwei sogar geschafft. Das passt doch. Dann muss ich halt warten, bis ich andere Modelle, andere Dinger habe und dann kann ich mich da ein bisschen mehr mit. Ne, und so weiter. Und was ist sein Problem? Aren't you? No, I may have to look, but I'm not a user. Nani? What? I kill you for trying to win. Ja, okay. Dann verkloppe ich dich halt, habe ich auch kein Problem damit. So. Hast du jetzt gesagt, ich bin aggressiv oder was? If you're gonna kill me, just get over with it. Calm down. You're frantic. I don't know how to convince you, but I'm not Yakuza. Also, ja, ich bin gerade kein Mitglied, das stimmt schon, aber. Business deal so. The opportunity light up, but it was ruined by those good for nothing Yakuza. Very important business deal that was going to put my career on the map. Thanks to those thugs, though, the negotiations were cut short. But the Yakuza don't usually interfere with a business deal unless it's really lucrative. What happened? I guess they were interested in my company. Even ask for partnership with me, hell, if I didn't know any better, I might have fallen for the fake company name. Want my business to be legitimate, that means getting in bed with Yakuza, so I rejected the offer I had to. And I'm seeing the picture. Now I'm seeing the picture. You're being targeted in retaliation because you wouldn't make a deal with them. Do you see why I despise the Yakuza? Yeah, well, I can at last understand the situation. Good enough. Look, I know I was rude to you before and I don't deserve the answer, but could you tell me your name? Don't sweat it, my name's Kiryu. Kiryu-san, got it, my name is Yoshioka. I'm really sorry for mistaking you for a Yakuza. I was surprised when you rushed me. Shady man. Care to introduce us? So. We are not Yakuza.
And sabotage, please give me a break. All I did was have a conversation with your friend that day. I mean, wouldn't you want to know if the person you were going into business with was judgmental nature? You gotta be wary of people who accuse civilians of being Yakuza. Okay. Naja, also... Genau genommen... Cats out of the bag. Ja, ist trotzdem kacke, aber... Ja, Fratzengeballer. Guys like you need to learn not to meddle in the affairs of other people without so much as a care about how it affects them. Oh, you think you're the one to teach us, boss? I'm surprised how convincing my fists can be. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Alter, nein, ich weiß es nicht und du kriegst es aufs Maul. Here's a lesson for you, an SME is very good for your health. Ja. Schau mal, da steht's, das Street Ruffians. Ihr habt ja noch nie mal einen Namen. Okay, gut. God, I regret crossing me. That guy was a lot of hot air, but I don't know if he was Yakuza after all. Hmm? President's business card. Kiryu-san, thank you so much. Don't know what I would have done without you here. Don't sweat it. I judged you on your looks and then attacked you for it. Yet you still lend me a hand. Fine, nothing I lose any sleep over. But you should probably know that guy wasn't a Yakuza. What do you mean here? See for yourself. Look like he's just a guy with a real mouth on him, but real business to go with it. No way, I could be wrong about him too. It might not mean much coming from me, but you shouldn't judge a book by its cover. I understand, Kiryu-san. I tried to do better. Take this as my apology. Oh well, I thank you present. Or, well, I thank you present. Whatever you want to accept is this. It doesn't matter, just take it. You got red jewel. Nice. That's okay, please, I insist. I need to thank you somehow. If you must, from now on, no more judging books by their covers. You showed me that people's actions are what really matter. Guess if I really read between the lines, what happened here today was all my fault. Yeah, read between the lines. Alright, Kiyu-san, tomorrow is gonna be a new chapter for my business and a new chapter for me. I have a long way to go, but we can only turn one page at a time, right? Wow. He really went all in on the book metaphors, but maybe I'm just reading into much. Tja, liebe Kinder. Und heute hat unser Yoshi gelernt, dass man nicht irgendwelche Leute als Yakuza bezeichnen sollte, sonst kriegt man aufs Maul. Also lauft nicht rum und bezeichnet irgendwelche Leute als Yakuza. Bis zum nächsten Mal, euer He-Man. Und bis zur nächsten Folge, euer Arti. Bis dann.